So, ihr Lieben, wir machen das heute mal ein bisschen unkonventioneller mit den Videos. Also nichts mit Greenscreen und so. Ihr sitzt hier quasi mit uns im Coworking. Manu schnippelt da die nächsten Sachen schon. Und ich setze euch jetzt einfach mal hier vor mich hin. Mein Tablet habe ich hier. Und wir gehen gemeinsam die Generalprobe Abiturklausur 2022 durch. Prüfungsteil A, Aufgaben ohne Hilfsmittel für den GK. Also schnappt euch hier, ne, euer Bewertungsschema und dann laufen wir da einfach mal kurz durch und gucken, was da jetzt alles so gewesen ist. Aufgabe A, ganz einfach eigentlich noch. Ihr habt eine Funktion vierten Grades bekommen, die war auch abgebildet und ihr solltet einfach nur sagen, warum Integral von minus 2 bis 0 kleiner als Integral von 0 bis 1 ist. Und die Falle, die man da sieht, ist, eigentlich, ne, habt ihr hier eine Fläche, die irgendwie größer aussieht da als die andere, aber dadurch, dass die unterhalb der Achse ist. Stichwort orientierter Flächeninhalt. Dadurch ist die negativ, diese hier ist positiv und deswegen eindeutig ist das Integral von minus 2 bis 0 kleiner als das von 0 bis 1. Weil nämlich das Integral oberhalb der Achse immer positiv ist und das andere ist negativ. Gut, hätten wir das erledigt, wenn ihr dieses Stichwort orientierter Flächeninhalt oder zumindest irgendwas in die Richtung habt fallen lassen und mit den Vorzeichen argumentiert habt, ein Punkt für euch. Und das war schon die erste. Bei der nächsten sollte man mit einer Rechnung zeigen, dass die Fläche, die der Graph der Funktion f im ersten Quadranten mit der x-Achse einschließt, größer als eine Flächeneinheit ist. Wenn ihr erkannt habt, erster Quadrant ist oben rechts, heißt Integral von 0 bis 1 suche ich, quasi diese Fläche hier, dann habt ihr schon mal einen Punkt safe. Und dann kriegt ihr den nächsten Punkt, wenn ihr die Stammfunktion richtig gebildet habt. Und den dritten Punkt der Aufgabe bekommt ihr, wenn ihr auf 21 Zwanzigstel gekommen seid oder irgendwie anders so abgeschätzt habt und darauf gekommen seid, dass es tatsächlich größer als 1 ist. Insgesamt 3 Pünktchen. Nächste Aufgabe. Das war Thema Transformation. Ziemlich gemein. Der Graph der Funktion wird 2 Einheiten nach rechts verschoben entlang der x-Achse. Und 3 Einheiten nach unten entlang der Y-Achse. Und ihr sollt einfach nur, ohne zu begründen, ich habe das ausführlicher gemacht, damit ihr es nachgucken könnt und das Video anhalten könnt auch, ne, wenn ihr Details braucht. Aber ihr müsst einfach nur angeben, wie der Graph jetzt ist. Also wie die Funktionsgleichung der verschobenen Funktion f2 lautet. Und da musste man wissen, Verschiebung entlang der x-Achse ist immer in der Nähe vom x. Und zwar falsch rum. Also um Pluseinheiten nach rechts ist eigentlich hier in der Funktionsvorschrift eine Minus irgendwas dicht am x. Und die Verschiebung entlang der y-Achse, die kommt einfach hinten dran. Ne? Also die Verschiebung entlang der x-Achse an jedes x dran und falsch rum. Verschiebung entlang der y-Achse einfach hinten angehängt. Ja, und wenn ihr da alles richtig gemacht habt und die Funktionsvorschrift richtig hingeschrieben habt, ne? Weil angeben heißt einfach nur hinschreiben. Dann habt ihr den einen Punkt safe. Nächste Aufgabe, B. Gegeben ist eine Funktionsschar. Ja, kommt auch im GK. Und ihr solltet erstmal zeigen, dass die achsensymmetrisch ist zur y-Achse. Heißt, da muss die Formel fa von minus x gleich fa von x gezeigt werden. Wenn ihr die Formel irgendwie hingeschrieben habt, dann ein Pünktchen. Und wenn ihr dann auch noch richtig, immer bei der negativen Seite, ne? Angefangen habt hier mit den Minusen und die irgendwie rausgekickt habt, sodass ihr am Ende da auf fa von x gekommen seid, dann gibt es den zweiten Punkt. Ja, und das waren die 2 Pünktchen aus der Aufgabe. Nächste Aufgabe. Wir sollen zeigen, dass die Graphen von fa nur für x gleich 0 waagerechte Tangenten besitzen. Da muss man wissen, waagerechte Tangenten sind solche Linien, die parallel zur x-Achse sind. Heißt, die haben Steigung 0. Und weil die Tangente immer dieselbe Steigung hat wie die Funktion, bedeutet das, dass die Funktion selbst Steigung 0 an der Berührstelle haben muss. Also müssen wir fa' bilden. Heißt, eigentlich hätte ich hier mal schreiben sollen, leite fa ab. Ne, da habe ich selbst einen kleinen Fehler gemacht. Leite fa ab muss das natürlich heißen und setze das dann gleich 0. Wenn ihr auf diese Idee mit der waagerechten Tangente und Steigung 0 gekommen seid, ein Pünktchen. Wenn ihr es auch noch geschafft habt, die Ableitung zu bilden, noch ein Pünktchen. Und wenn ihr es dann noch geschafft habt, das Ganze so aufzulösen, dass am Ende nur x gleich 0 als Lösung rauskommt, dann gibt es das dritte Pünktchen.
Und schön wäre natürlich auch noch ein Antwortsatz, wo ihr ein Fazit von eurer Rechnung zieht. Die Graphen von FA besitzen also nur bei x gleich 0 waagerechte Tangenten. Zack, 3 Punkte und weiter geht's. Mit dem Sharpe-Parameter sollte man jetzt noch was machen. Nämlich den so berechnen, dass der y-Achsenabschnitt der Schar bei 4 liegt. Heißt also, ihr braucht das a, sodass der y-Achsenabschnitt 4 ist. Und da muss man auf die Idee kommen, y-Achsenabschnitt ist ja da, wo die Funktion durch die y-Achse durchgeht. Und egal wo das ist, der x-Wert von diesem Punkt wird immer 0 sein. Und das brauchen wir hier. Nur, dass wir sagen, y-Achsenabschnitt hat als x-Koordinate immer 0. Wir müssen also eine 0 in die Schar einsetzen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Da kommt dann, wenn man es gut vereinfacht, irgendwo e hoch 0 raus. E hoch 0 wissen wir aber, ist wie alles hoch 0 immer 1. Und dann bleibt 2a übrig. Und man weiß, naja, wenn 2a gleich 4 sein soll, teilen wir einmal durch 2. Und dann muss a gleich 2 sein. Wenn ihr auf a gleich 2 gekommen seid, weil es keine komplizierte Rechnung war, gibt es dafür einen Punkt, sonst keinen. Nächste Aufgabe, C. Wir wechseln zur Vektorrechnung. Man hat 3 Punkte gegeben, A, B und C, der Klassiker, würde ich mal sagen. Und man soll erstmal begründen, dass die 3 Punkte ein Dreieck bilden, weil, was wäre die Alternative? Ich dachte früher immer, 3 Punkte würden immer ein Dreieck bilden, stimmt aber nicht. 3 Punkte könnten nämlich auch in einer Linie liegen. Und dann wäre es kein Dreieck. Einer der Punkte, ne, der muss so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Ein bisschen reicht schon. Und dann hätten wir ein Dreieck. Und das müssen wir zeigen. Wie machen wir das? Naja, wenn die aus der Reihe tanzen, dann gehen diese Verbindungsvektoren in verschiedene Richtungen. Wenn die alle in einer Linie liegen würden, so wie hier, dann gehen die alle in die gleiche Richtung. Heißt, wir wissen, diese Vektoren a, b und a, c zum Beispiel. Man hätte aber auch b, c und a, c oder so nehmen können. Hauptsache zwei von den 3 Verbindungsvektoren, die man da bilden kann. Die dürfen nicht kolinear sein. Also keine Vielfachen. Wenn ihr das irgendwie gemacht habt, Vielfachheit getestet habt, dann gibt es einen Punkt. Von mir aus auch schon, wenn ihr nur die Verbindungsvektoren gebildet habt. Ich bin da großzügig. Naja, und dann müsst ihr noch gucken, dass ihr ein Fazit irgendwo schreibt. Ne? Alles klar, ich sehe, die spannen ein Dreieck auf. Dann kommt noch die Sache mit dem rechten Winkel. Da muss irgendwie was mit dem Skalarprodukt gleich 0 sein. Und wenn ihr das geschafft habt, gibt es dafür auch nochmal einen Punkt. In Summe 2 für die Aufgabe. Dann kommt Teilaufgabe 2 davon. Man kriegt ein Dreieck, dasselbe wie eben. Und es wird verraten, dass das eine Fläche von 12,5 FE hat. Ups, 12,5 FE natürlich eigentlich. Das müssen wir erstmal nachweisen. Heißt, wir müssen auf die Idee kommen, die Formel für den Flächeninhalt des Dreiecks rauszukramen. Die gibt ein Pünktchen, wenn ihr die irgendwie aufgeschrieben habt. Und wenn ihr dann die Formel noch gut angewandt habt und tatsächlich auf 12,5 gekommen seid, dann gibt's das nächste Pünktchen. Ja, und jetzt müsst ihr euch noch überlegen, warum und wie man so eine Spitze finden kann, dass das Dreieck zu einer Pyramide mit Volumen 50 wird. Und da müsst ihr die Volumensformel für Pyramiden rauskramen, ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe, und dann müsst ihr überlegen, was ihr über das Dreieck wisst. Und ihr wisst, dass alle Koordinaten der Eckpunkte als dritte Koordinate immer eine 4 haben. Das heißt, diese Punkte, die liegen alle in einer parallelen Ebene zur Bodenebene. Ihr habt quasi die x1, x2 Ebene, fupp, die wird 4 Einheiten hochgesetzt und da liegen die Punkte alle drin, die 3. Heißt, wenn ich jetzt einfach senkrecht hochgehe von einem der Punkte, ja, also zum Beispiel bla 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 und statt 4 dann eine 16 nehme, dann habe ich dem ganzen Ding 12 Längeneinheiten als Höhe verpasst und habe hier eine wunderbare Pyramide mit, wenn ihr es nachrechnet, Grundfläche mal Höhe durch 3, mit also tatsächlich 50 Volumeneinheiten. Und genau das war die Idee, ne, dass man das erkennt. Dann, nächste Aufgabe. Die Punkte A, B und C legen eine Ebene E fest. Wussten wir schon, ne? Mit x3 gleich 4. Und wir sollen jetzt die Koordinaten eines weiteren Punktes D angeben, der in der Ebene E liegt und außerdem
das ist das Schwierige daran, innerhalb des Dreiecks ABC liegt. Und meine Idee war da gibt es aber viele Lösungsansätze, ne? Ich habe gedacht, ich mache erstmal den Mittelpunkt der Strecke BC. Also ich addiere die Koordinaten von C und die von B, halbiere die, ne? Dann komme ich auf den Mittelpunkt. M1 habe ich den genannt. 5, 9,54 ist da rausgekommen. Und dann habe ich das gleiche Spiel nochmal gemacht und den Mittelpunkt von M1 und A gebildet. Und dann weiß ich, ich bin auf jeden Fall da in der Mitte drin, irgendwo in der Nähe vom Schwerpunkt vom Dreieck. Ja, 5 plus 4 halbe, 9,5 plus 4 halbe, 4 plus 4 halbe. Wenn man das ausrechnet, muss man nicht unbedingt, ne? Kommt man auf 4,5. Hier so eine nicht ganz so coole Koordinate und 4. Und das wäre so eine mögliche Idee, wie man an einen Punkt innerhalb des Dreiecks kommt. Das war nur so ein kleiner Test, um zu gucken, ob ihr genau wisst, was da passiert, wenn man sich mit Vektoren addiert und irgendwie so verbindet. Ja, nächste Aufgabe. Man sollte den Abstand der Ebene E zur x1, x2 Ebene angeben. Das ist an sich nicht so schwierig, ne, wenn man verstanden hat, wo die liegt, weil alle Punkte A, B und C hatten ja x3-Koordinate 4. Heißt, hatten wir vorhin schon kurz überlegt, es ist im Prinzip die Bodenebene, 4 Einheiten hochgeschoben, da liegen die alle drin. Und das heißt, diese Ebene, wo A, B und C drin sind, diese Ebene E, die ist auf jeden Fall parallel zur x1, x2 Ebene, und zwar mit Abstand 4. Musste man nur angeben, ne? Einmal hinschreiben, genau wie gerade, wenn man den Punkt hingeschrieben hatte, gab es das Pünktchen, wenn nicht, dann nicht. Nächste Aufgabe, da geht es jetzt um Stochastik. Das war schon ein bisschen trickier, würde ich sagen. Man wusste, wir haben hier eine Urne, 5 schwarze, 5 weiße Kugeln, es wird 10-mal gezogen, Stichprobenumfang, ne? Und Trefferwahrscheinlichkeit wurde sogar verraten, hätte man sich auch aus der Mischung da merken können, P0,5. Das Histogramm hier zeigt jetzt die Wahrscheinlichkeitsverteilung von x, der Anzahl der schwarzen gezogenen Kugeln. Und erste Aufgabe war, die beiden zu ergänzen. Dafür musste man wissen, dass Symmetrie gegeben ist. Für p gleich 0,5 sind die Histogramme symmetrisch. Sonst nie. Wichtige Eigenschaft von Histogrammen. Wenn ihr das wusstet, easy, ne? Ein Pünktchen mitgenommen, habt ihr einfach alles hier so symmetrisch zu der anderen Hälfte ergänzt. Falls nicht, naja, Pünktchen verloren. Passiert. Dann wurde gesagt, man soll mit Hilfe des Histogramms eine Wahrscheinlichkeit schätzen. Nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei dem Experiment mindestens 7 weiße Kugeln gezogen werden. Wenn ihr auf die Idee gekommen seid, dass mindestens 7 weiße dasselbe ist wie höchstens 3 schwarze, schon mal ein Pünktchen. Wenn ihr das dann irgendwie so hingeschrieben habt, noch besser, also für einen der beiden Ansätze gebt ihr euch einen Punkt. Wichtig ist, ihr musstet sehen, dass es um die weißen Kugeln hier im Text ging, obwohl unser x die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die gezogenen schwarzen Kugeln war. Das war eine Falle von mir, damit ihr in der Abi-Klausur aufpasst. Tja, und in der allerletzten Aufgabe vom Ohimi-Teil hat sich dann tatsächlich doch noch der Fehlerteufel eingeschlichen, deswegen auch die korrigierte Version hier vom Video. Passiert, wenn man sich ganz alleine eine Abi-Klausur ausdenkt. Auf jeden Fall habe ich es nachträglich geändert. Falls ihr die falsche Variante hattet, die alte, sorry dafür, die Aufgabe war nicht cool gestellt, so. Konnte man quasi nicht lösen. Aber wenn man den Stichprobenumfang hier, ne, mit 4 hat, dann geht das. Ich habe da irgendwie einen dummen Dreher drin gehabt mit der 10. Auf jeden Fall muss die Aufgabenstellung so sein, dass man Parameter n gleich 4 hat, unbekannte Trefferwahrscheinlichkeit weiterhin und dass man dann weiß, p von y gleich 0 ist dasselbe wie p von y gleich 1. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, keine weiße Kugel zu ziehen, ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit dafür, eine zu erwischen. Und wir sollen jetzt die Trefferwahrscheinlichkeit p berechnen aus dem Ansatz und sagen, wie viele weiße und wie viele schwarze Kugeln in der Urne sind, wenn wir wissen, dass es insgesamt 10 Stück sind. Was machen wir? Wir sagen, okay, wir wissen, es geht irgendwie um p von y gleich 0 und p von y gleich 1. Und da muss euch einfallen, Gleichwahrscheinlichkeit. Also Bernoulli-Formel. Und wenn ihr die reingebracht habt, zack, gibt's schon ein Pünktchen. Die kann man dann jetzt nämlich super vereinfachen, ne? Dass man sagt, ich nehme die Bernoulli-Formel, hab dann immer einmal k gleich 1 und einmal k gleich 0,
wodurch sich super viel weghebt. Also n über 0, wissen wir ja, ist immer 1, genauso wie n über n. Und n über 1, wissen wir auch, ist immer die Zahl n selbst, genauso wie n über n minus 1. Und dann weiß man noch, dass p hoch 0 1 ist. Und das spielt ja alles mit rein. Ne? Wenn man jetzt den Ansatz nämlich verfolgt, hat man hier eine 1, hat man hier ein p. Und so steht das dann wunderbar da. 4 hoch 1 ist 4, da kommt die her. 4 hoch 0 ist 1, da kommt die 1 her. Und dann löst sich das perfekt auf zu 1 gleich 5p. Und wenn man dann durch 5 teilt, hat man p gleich 1 Fünftel. Also p gleich 20%. Und das ist hervorragend, weil wir wissen, insgesamt haben wir 10 Kugeln in der Urne. Wenn wir jetzt wissen, Trefferwahrscheinlichkeit für die weiße Kugel ist 20%, dann wissen wir, alles klar, 20% der Kugeln müssen also weiß sein. Und das heißt, 20% von 10, sprich 2 von 10 Kugeln sind weiß. Und die übrigen 8 natürlich sind schwarz. Ja, und die 3 Punkte in der Aufgabe, den ersten gab es für die Bernoulli-Formel, wenn man die reingebracht hat, den zweiten fürs richtige Ergebnis fürs P. Und den dritten Punkt, den gab es, wenn man eben genau die Anzahl 2 weiße und 8 schwarze gesagt hat. Sorry nochmal für den Fehler, ist immer blöd, aber kommt vor, ist ganz normal. Wenn ihr Lust habt, weiter zu üben und zu sagen, ja, ich will noch ein bisschen mehr zum Beispiel aus der Stochastik machen, schaut mal in die typischsten Aufgaben rein, die ich zusammengestellt habe. Sind einfacher als die Klausur, versprochen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne. Ich freue mich, wenn ich euch bei der Abi-Vorbereitung helfen kann. Ciao!